seit die Idee geboren war, dass die Fassade der Gartenhallen eigentlich die Grasnarbe des alten neuen Städelgartens ist, war für uns klar, dass wir auch diesen Garten in besonderer Weise gestalten müssen. Ein großer Unterschied zwischen dem Hängen von Bildern und dem Stellen von Skulpturen ist ja, dass in der Regel Skulptur sehr schwer ist. Das heißt, ich muss vorher versuchen, mir relativ klar zu vergegenwärtigen, was wohin soll, auch eine inhaltliche Stimmigkeit erzeugt. Und zu diesem Zweck haben wir Attrappen gebaut und haben die dann wirklich dann händisch durch den Garten getragen. Und das war eines der lustigsten und schönsten Erlebnisse sozusagen bei der Neuanrichtung, dass man wirklich da spielerisch die Sammlung gestalten konnte. Wir haben die älteren Arbeiten, die zum Teil schon seit Jahrzehnten hier im Garten stehen, haben wir neu platziert. Ich glaube, dass die Skulptur, die wir jetzt hier neu arrangiert haben, aber eben auch die neu dazu kam, dass die zeigt, in welcher Weise sich eben auch die Sammlungskultur im Städelmuseum in der Gegenwart weiterentwickelt hat, einen neuen, eben heutigen, aktuellen Kunstbegriff formuliert und diesen Kunstbegriff auch wirklich direkt spielerisch im Umgang mit den Arbeiten vermitteln kann. Es ermöglicht dem Betrachter, den Garten und seine alltägliche Umgebung in ganz neuer Weise wahrzunehmen. Der Ort hier ist gewählt, weil das zum einen so ein eher typisch romantischer Ort in dem Garten hier ist, unter dem großen Baum in der Ecke vom Garten. Und so eine andere Romantik eben auch noch eingefangen wird dadurch, dass man von der Bank aus auf die Skyline guckt. Capri Moon heißt die Arbeit deshalb, weil die Lampe, die über der Bank hängt, immer dann angeht, wenn der Mond in Capri aufgeht. Und Capri deshalb, weil das eben auch so eine Klischeevorstellung von Romantik ist, auf einer Bank zu sitzen unter dem Mond von Capri. Besonders bei uns hier in Deutschland, denke ich. Wir haben da bewusst auch Positionen ausgewählt, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick wirklich als Skulptur erkennbar sind, beziehungsweise bewusst diesen Moment der Irritation oder des Wunderns in die Arbeit einbeziehen. Ich bin immer dabei. Und weil ich immer dabei war und immer Hilfsarbeiter war, ist im Prinzip jeder Stein von jedem Schornstein durch meine Hände passiert. Und das bedeutet, dass was ich hier baue, ist nicht so 100% ein Ready-Made, das ist wirklich eine Skulptur. Ist ein Handwerk auch von meiner Seite. Die neue Skulptur im Städelgarten versteht sich bewusst als Public Art, als Kunst, die offen ist für die Stadt, für das Publikum, für alle möglichen Arten der Interaktion. Das heißt, es soll ein Garten sein, der wirklich frei zugänglich ist, der einlädt zum Verweilen, gerne auch mit, aber auch, wenn es sein muss, ohne den Besuch des Museums. Ganz wichtig ist die Idee der Interaktion. Das heißt, man besitzt, man betritt, man belauscht die Skulpturen, ist selbst ein integraler Teil dieses Werkes und im besten Falle
wird das Werk ist erst ganz, wenn der Besucher mit ihm spielt und es ja, vereinnahmt, es besitzt. Besonders schön ist, dass eben diese Idee, die sozusagen den Garten über Blickachsen, über so Energielinien neu zu erschließen, wesentlich auch durch zwei Arbeiten ja, der Sammlung Moderne, also des frühen 20. Erreicht wurde. Beides ja, Reitende, die in ihrer Dynamik in verschiedenen Richtungen den Garten öffnen und über ihre Bewegung auch verdeutlichen, dass eben der alte vordere Städelgarten und der neue hintere Städelgarten, eben die Fassade der Gartenhallen, jetzt auch zusammengehören.